Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge geht es darum, wie du die Beziehung zu deinem Körper verändern kannst und wie du deinen Körper aus einer vollkommen anderen Perspektive sehen kannst und vor allen Dingen, wie du auch die Beziehung zu deinem Körper heilen kannst, denn ich glaube, wahrscheinlich fast 99% der Menschen oder lass es 95% der Menschen sein, haben auf irgendeine Art und Weise eine gestörte Beziehung zu ihrem Körper, fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper, hätten gerne einen anderen Körper. Und genau darum geht es heute in dem Podcast, wie du diese Beziehung zu deinem Körper heilen kannst. Und ich hoffe, dass du nach dem Ende von dieser Podcast-Folge einfach eine unglaublich liebevolle Beziehung zu deinem Körper hast, beziehungsweise zumindest in Ausblick hast, wie du diese Beziehung zu deinem Körper hinbekommst. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich bin vor ein paar Tagen im Kino gewesen und wir haben uns den Film Embrace angeschaut. Und Embrace ist eine wundervolle Doku. Ich kann die nur empfehlen, sich die anzuschauen, von einer Australierin, die darüber spricht und eben zeigt mit unterschiedlichen Bildern und mit unterschiedlichen Leuten, die sie interviewt überall auf der Welt, was wir eigentlich für ein unfassbar gestörtes Körperbild haben und vor allem, also der Film bezieht sich hauptsächlich auf Frauen, aber wie wir Frauen vor allen Dingen die ganze Zeit glauben, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen und wie wir unseren eigenen Körper so schikanieren und ja, uns so unwohl fühlen auch in unserem eigenen Körper, weil wir eben in diesem ständigen Vergleich sind. Und ich habe diese Doku gesehen und während dieser Doku, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ich muss darüber einen Podcast machen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch direkt hingesetzt, um den Podcast aufzunehmen, weil mir dieses Thema so im Herzen wehgetan hat und ich diesen Schmerz so fühlen konnte von all den Frauen, die interviewt worden sind in der Dokumentation. Und man konnte auch so richtig die Stimmung im Kino spüren, wie alle Frauen einfach nur waren, so ja, genau, genau so fühlt es sich eben an. Und ich hoffe, dass ich hier in dieser Podcast-Folge heute ja einfach dieses ganze Thema Liebe zum eigenen Körper, die Beziehung zum eigenen Körper mal von einer ganz anderen Perspektive betrachten kann und dir so ein paar Schritte mit an die Hand geben kann, wie du wirklich die Perspektive auf deinen Körper veränderst. Und wie gesagt, mich hat diese Doku so berührt und es gab da eben unterschiedliche Frauen, die einfach erzählt haben, wie sie sich in ihrem Körper fühlen und es wurden dann natürlich auch auf der Straße einfach so O-Töne eingesammelt und Leute wurden halt gefragt, was ist ein Wort, was dir zu deinem Körper einfällt oder was denkst du über deinen Körper? Und es war so schlimm, weil die meisten Frauen haben halt irgendwie gesagt, ich bin zu dick, ich fühle mich nicht wohl, ich finde mich eklig, ich finde mich hässlich, mir gefällt dies nicht an meinem Körper, mir gefällt das nicht in all meinem Körper. Und du kannst ja auch kurz dir mal einen Moment nehmen, wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du über deinen Körper oder beschreib deinen Körper in einem Wort oder in zwei Worten, ob dir sofort was Positives einfallen würde oder ob du sofort all die Dinge aufzählen würdest, die du nicht magst an deinem Körper. Und ich fand das so schlimm. Also ich fand das wirklich, mich hat das so schockiert. Und ich habe dann selber auch darüber nachgedacht, wie meine Beziehung zu meinem Körper ist und wie sich das eben auch über die Jahre entwickelt hat und verändert hat. Weil es gab natürlich auch eine lange Zeit in meinem Leben, wo, auch das ist spannend, ne, dass ich sage, es gab natürlich eine lange Zeit in meinem Leben, das kurz, also um das einzuschieben, als ich auch über den Podcast nachgedacht habe, habe ich gedacht, es ist so krass, dass es eben wirklich natürlicher für uns ist, unseren Körper nicht zu mögen, als ihn zu mögen. Es ist so natürlich, wenn man jemanden fragt, was denkst du über deinen Körper, zu sagen, ich mag meinen Körper nicht, weil er ist zu klein, er ist zu groß, er ist zu dick, er ist zu dünn, es ist zu wenig Kurven, zu viele Kurven, Nase zu klein, Nase zu groß, Zähne zu schief, Zähne zu gerade, was auch immer. Aber es ist so, Entschuldigung, es ist nicht natürlich, aber es ist normal, dass Leute einem immer sofort sagen, was sie nicht an ihrem Körper mögen, anstatt zu sagen, ey, ich feiere meinen Körper voll, ich liebe irgendwie meine Augenfarbe, ich liebe meine Statur, ich liebe die Muskeln, ich liebe, dass ich so viele Rundungen habe, ich liebe meine kleinen Füße, ich liebe meine großen Hände, was auch immer, ja. Aber dass es eben nicht normal ist, sofort zu sagen, was man wertschätzt an seinem Körper, was man liebt an seinem Körper. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich schon, okay, es ist einfach so komplett irgendwie verquer in unserer Gesellschaft, dass es so normal ist, sofort zu wissen, was wir nicht mögen an unserem Körper
aber eben nicht sagen zu können, was wir lieben an unserem Körper oder was wir wertschätzen an unserem Körper. Und ich möchte so gerne heute eben wirklich versuchen, dieses Thema von der anderen Seite aufzurollen. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, wie viel Zeit, wie unfassbar viel Zeit wir darauf verwenden, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir aussehen. Wie viel Geld wir dafür ausgeben, irgendwelche Produkte zu kaufen, damit wir uns besser fühlen, damit wir uns schöner fühlen. Von irgendwelchen Haarshampoos bis hin zur Nagellackfarbe, über Make-up, über all diese Dinge, über Parfüm, über Kleidung, über Haarfärbemittel, was weiß ich, im schlimmsten Fall sowas wie Botox. Wie viel Geld und Energie wir aufbringen, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen oder die ganze Zeit ja zu versuchen, diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Und ich wollte ja gerade auch kurz einmal ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen, weil es gab bei mir auch tatsächlich eine lange Zeit, wo ich mich nicht wohl mit meinem Körper gefühlt habe. Und ich habe ja auch schon in meiner anderen Podcast-Folge erzählt, dass ich so Hautprobleme hatte und dass ich mich wirklich, ich habe mich richtig dafür geschämt. Ich habe mich richtig geschämt, weil ich das so, es war mir so unangenehm. Und obwohl ich mich jetzt heute frage, warum eigentlich, aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich so 16, 17 Jahre alt war, wo ich mir massenweise irgendwie Make-up aufs Gesicht geknallt habe, weil ich so unreine Haut hatte, was die Haut dann natürlich nicht besser gemacht hat, aber das trotzdem, dass man als junges Mädchen schon mit 15, 16, 17 Jahren sich schminkt, ja, und irgendwie das Gefühl hat, man muss auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, um irgendwie geliebt zu werden oder um wahrgenommen zu werden oder um gemocht zu werden. Und dass man richtig Angst hat, dann irgendwie ungeschminkt rauszugehen. Oder ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, das weiß ich noch, das hat mich damals so verletzt, das fand ich so schlimm. Da war ich bei Freundinnen, da waren wir auf einem Geburtstag, da war ich, muss ich auch so 16 Jahre alt gewesen sein. Und da gab es einen Moment, da haben wir abends alle gefeiert und klar, wir Mädels waren alle geschminkt und so. Und wir haben alle da übernachtet und haben am nächsten Morgen zusammen gefrühstückt. Und ich weiß noch, dass da ein Junge war, der dann zu mir gesagt hat, boah, krass, bist du hässlich ohne Make-up. Das weiß ich noch. Und das hat mich in dem Moment, das hat mich so getroffen. Und klar, als 16-jähriges Mädchen hast du irgendwie, oder hatte ich in dem Moment noch nicht das Selbstbewusstsein, erstens, um da irgendwas zu kontern, aber zweitens war für mich die Schlussfolgerung, okay, ich muss mich jetzt irgendwie immer schminken, damit ich schön gefunden werde, ja. Und das ist so, wahrscheinlich alle Frauen, die jetzt gerade zuhören, ich kann mir vorstellen, jeder hatte irgendwie mal irgendwie so einen Moment, wo man von außen irgendwie auf so eine Art und Weise irgendwie so ein Feedback bekommen hat, ja, oder wo jemand so was Verletzendes zu einem gesagt hat oder wo man sich auf irgendeine Art und Weise aufgrund seines Körpers oder aufgrund seines Aussehens irgendwie zurückgewiesen gefühlt hat oder verletzt gefühlt hat. Und ich finde das einfach so, ja, mir fehlen auch tatsächlich so ein bisschen die richtigen Worte, weil mich das so traurig macht, dass wir unseren Körper so falsch verstehen und dass wir glauben, dass wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, das heißt, wenn wir die 10 Kilo runter haben oder die richtige Haarfrisur oder die richtige Wimpernlänge oder, keine Ahnung, die dünnere Hüfte oder was auch immer, dass wir dann glücklich sind oder dass wir dann erfüllter sind. Und ich glaube, wir wissen auch alle, dass das nicht stimmt. Und da ganz kurz, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich bin selber jemand, ich mache gerne Sport. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich zu bewegen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, Sport zu machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass Sport zu machen, also es sollte zwei Gründe geben, warum man gerne Sport macht. Ja, das eine ist, um Spaß zu haben und das andere ist, um gesund zu sein. Das sind die einzigen beiden Gründe, warum man Sport machen sollte. Ja, oder, und dieses um gesund zu sein, das impliziert sozusagen auch, wenn du jetzt wirklich sagst, dein Gewicht ist gesundheitsbeeinträchtigend, ja, und du möchtest gerne abnehmen, dann ist das was völlig anderes. Worüber ich jetzt hier in dem Podcast rede, ist es wirklich, dass Menschen ein normales Gewicht haben, absolut gesund sind und sich dann eben aufgrund von der Werbung, von dieser schrecklichen Werbung, die wirklich überall hängt mit irgendwelchen photogeshoppten Models. Ich meine, wir werden ja gerade als Frauen, ich habe vorher mit meinem Bruder kurz gesprochen, dass ich die Podcast-Folge aufnehmen will.
habe ihm halt auch so ein bisschen erzählt, wie das eben für mich ist, ne, dass man überall, egal wo man hingeht, sieht man diese überkrass gefotoshoppten Frauen, diese Bilder 90-60-90, irgendwie strahlend weiße Atomzähne, wo man einfach denkt, okay, da ist halt wirklich auch nicht mehr so viel Natürliches dran, aber trotzdem ist das ja irgendwie dieses Ideal, was einem unbewusst die ganze Zeit suggeriert wird, dass man so aussehen muss, vor allen Dingen auch als Frau. Und es war irgendwie so süß, weil mein kleiner Bruder meinte dann nur, dass das für ihn als Mann mittlerweile genauso ist. Also mein kleiner Bruder ist nicht, also er ist jünger, deswegen sage ich immer mein kleiner Bruder, aber er ist größer als ich. Also der ist 28 und er meinte halt auch, es ist so krass, weil auch als Mann hast du ja mittlerweile, und das ist ja die Schönheitsindustrie für Männer, geht ja sowas von durch die Decke mit dem neuen Puder, Aftershave, Cream, bla bla bla, wonach du dann die überkrasse, porenfreie Superhaut hast, wo ich mir auch denke, ganz ehrlich, Männer, bleibt Männer. Keine Frau will doch einen Mann, der, also jetzt auch da möchte ich natürlich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass das Schöne ist, dass die Männer in ihrer Männlichkeit bleiben und die Frauen in ihrer Weiblichkeit bleiben, weil uns das ja irgendwie auch ausmacht. Und das Gleiche gilt ja auch für Frauen, wenn sie Kurven haben, wenn wir rund sind, so sind unsere Körper halt auch einfach schon aufgrund ihrer Natur, dass das doch wunderschön ist. Und dass eben dieses Schönheitsideal, was uns auf irgendwelchen Postern oder im Fernsehen die ganze Zeit ins Gesicht geworfen wird, dass wir uns eben darüber im Klaren sein müssen, dass das wirklich, das ist nicht natürlich, was wir da sehen. Und dass das uns aber trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst, die ganze Zeit und unbewusst beeinflusst uns das. Und dass wir auch als Kinder, als kleine Mädchen ja immer schon gesagt bekommen, oh, du bist so schön, du bist so süß, du bist so hübsch und so weiter. Das heißt, gerade als Frau wird man immer sehr, sehr schnell auf sein Äußeres reduziert und eben nicht auf das, was man kann oder das, was man macht. Und ich möchte das ganz kurz nochmal ganz, es ist mir wichtig auch, dass ich nicht falsch verstanden werde in dieser Folge. Natürlich ist es schön, sich hübsch zu machen und ich mache das auch gerne und ich lackiere mir auch gerne die Nägel und mir macht das auch alles wahnsinnig viel Spaß und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, trag auf gar keinen Fall Make-up oder was auch immer, mach alles, was dir Freude macht und womit du dich gut fühlst. Wo ich gerne drauf hinaus möchte, ist, dass die Grundmotivation, warum wir etwas tun, so wichtig ist und dass ich glaube, dass wir wieder dahin zurückkehren müssen, zu verstehen, wofür wir eigentlich einen Körper haben und wofür wir keinen Körper haben. Weil ich persönlich glaube nicht, dass wir unseren Körper dafür haben, um schön zu sein. Also ich glaube, dass wir sowieso alle wunderschön sind, aber ich glaube, die Aufgabe unseres Körpers ist nicht, schön zu sein. Ja? Weil dann würden alle Körper komplett gleich aussehen. Dann wären wir alle wie so Marionetten, wären alle 90, 60, 90, wenn das Schönheitsideal wäre, was sich der liebe Gott oder wer auch immer irgendwann mal ausgedacht hätte. Aber die Natur hat sich überlegt, dass die Menschheit komplett vielfältig ist und jeder Mensch komplett anders aussieht, was wunderschön ist, ja. Gerade dadurch macht es ja jeder Einzelne auch so besonders, weil wir einfach anders aussehen. Und ich glaube eben nicht, dass unser Körper dafür da ist, dass das wie so eine Art Aushängeschild ist oder dass der ja wirklich die Intention, der Grund, warum wir diesen Körper besitzen, der ist, dass er schön sein soll. Sondern ich glaube, dass der Grund, warum wir diesen Körper besitzen, ist, dass wir dieses Leben erfahren können, weil unser Körper mit seinen unterschiedlichen Sinnen ermöglicht unserer Seele, dass wir etwas spüren, dass wir etwas schmecken, dass wir etwas fühlen, dass wir etwas riechen. Dafür ist unser Körper da, dass wir Gefühle erfahren können, dass wir Berührung spüren können, dass wir unterschiedliche Geschmäcker schmecken können, dass wir unterschiedliche Gerüche riechen können, dass wir dieses Leben erfahren können, dass wir sprechen können, dass wir uns bewegen können. Dafür ist unser Körper da. In erster Instanz. In erster Instanz ist unser Körper dafür da, dass du überhaupt hier auf diesem Planeten bist und lebst. Dafür hast du deinen Körper. Hättest du deinen Körper nicht, wärst du nicht da. Dann wäre deine Seele Energie und die wird irgendwo rumfliegen. Aber du, der Körper, der wäre nicht da. Das heißt, du könntest dein Leben überhaupt nicht erfahren.
Also kannst du, wenn du möchtest, jetzt gerade schon mal deine linke Hand hochnehmen und dann mit deiner rechten Hand, deiner linken Hand, ein kräftiges High Five geben, dass du diesen Körper hast und dass du mit diesem Körper, dank deinem Körper, überhaupt dein Leben leben kannst. Ja, wäre dein Körper nicht da, würdest du nicht existieren. Das heißt, dein Körper ist das Zuhause, der Tempel deiner Seele. Dein Körper ist das Zuhause deiner Seele. Und genau so sollten wir unseren Körper auch behandeln. Nicht als irgendwas, was wir denken, dass wir über unser Äußeres irgendwas ausdrücken, sondern unser Äußeres ist die Hülle, das Zuhause unserer Seele. Und das, was wir tun sollten, ist diesen Tempel zu ehren wie das beste, schönste, großartigste Gebäude, was es gibt. Und ich hatte vorhin, als ich darüber nachgedacht habe, die Folge aufzunehmen, hatte ich irgendwie kurz dieses Bild in meinem Kopf, wo ich dachte, die Frauen, die jetzt gerade zuhören, oder wahrscheinlich auch die Männer, können sich vielleicht damit auch so ein bisschen identifizieren. Vielleicht kennst du das, wenn du dir irgendwie ein neues Paar Schuhe kaufst oder irgendwie bei Frauen, also ich kenne es von mir, wenn ich eine neue Frisur habe, wenn ich beim Friseur war, oder wenn man irgendwie eine schöne neue Jacke hat oder eine neue Handtasche oder was auch immer, ja, also du hast irgendwas Neues und gehst raus und läufst damit irgendwie über die Straße. Man läuft anders. Man läuft einfach anders, ne? Man ist so, ach, meine Haare sind irgendwie so schön gerade oder meine neue schöne Jacke oder meine neuen schönen Schuhe oder was auch immer. Das heißt, man bewegt sich irgendwie plötzlich anders und man feiert voll, dass man sich jetzt irgendwas auf seinen Körper drauf getan hat, was man feiert. Und dann dachte ich, wie wäre es denn mal, wenn wir unseren Körper so feiern würden, wie wir das feiern, wenn wir irgendwas Neues an uns dran gehängt haben, ja? Wenn wir einfach wirklich sagen, ey, dieser Körper ist einfach ein Wundergerät. Dieser Körper, was dein Körper kann. Ich habe das, glaube ich, schon in ein paar anderen Podcasts mal gesagt, weil ich das wirklich, ich kann das auch gar nicht überbetonen, weil ich das, bei mir das so wichtig ist, dass es in dir ankommt, in deinem Kern ankommt, was dein Körper für ein Wunder ist, ja? Allein dein Herz schlägt 100.000 Mal am Tag. 100.000 Mal am Tag schlägt dein Herz für dich. Ununterbrochen schlägt dieses Herz und pumpt Blut in deinen gesamten Körper, in ein Adersystem von 96.000 Kilometern, das ist zweimal um die Erde herum. Die Gedanken, die Informationen zwischen deinen Gehirnzellen wird schneller oder wird so schnell wie in Lichtgeschwindigkeit hin und her geschossen. Wenn du denkst, ich möchte gerne meine Hand bewegen, ich möchte meine Hand öffnen, ich möchte meine Hand schließen, öffnet sich deine Hand, schließt sich deine Hand und dabei gehen 1 Million unterschiedliche Prozesse in deinem Körper los. Du hast Millionen von Zellen in deinem Körper, die nonstop die ganze Zeit miteinander kommunizieren und die ganze Zeit dafür sorgen, dass dein System am Leben ist. Also man könnte wahrscheinlich sich sein komplettes Leben nur mit dem Wunder deines Körpers beschäftigen. Mit all dem, was dein Körper die ganze Zeit macht, was dein Körper leistet, allein dein Gehirn, allein das Gehirn, was das Gehirn macht. Das ist einfach, das ist unfassbar, all die Dinge, die dein Gehirn speichern kann, all die Dinge, die dein Gehirn abrufen kann, all die Dinge, die dein Gehirn die ganze Zeit unbewusst, dein vegetatives Nervensystem, was die ganze Zeit unbewusst Millionen von Abläufen in deinem Körper steuert, deine Verdauung, dein Herzschlag, dass du einatmest, dass du ausatmest, dass deine Niere funktioniert, dass deine Leber funktioniert. All diese Dinge laufen die ganze Zeit ab, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Also du hast wirklich das Wertvollste, was es gibt. Dein Körper ist das Wertvollste, das mit Abstand Wertvollste, was existiert. Dieses unfassbar intelligente System, wozu du übrigens nichts beigetragen hast, ja, du hast das einfach so bekommen. Du musstest nichts dafür tun, dass du dieses Wahnsinnsgerät zur Verfügung bekommst, was die nächsten 100 Jahre für dich funktioniert oder vielleicht sogar noch länger, wenn du es gut behandelst. Also ich würde sagen, da haben wir alle mal einen richtig guten Deal gemacht, ja? Und was machen wir? Wir bekommen diesen Körper, dieses Wunder, dieses Wunder, wo bis heute Wissenschaftler so viel noch nicht erklären können, wie Dinge funktioniert, wo die Medizin heute noch nicht es geschafft hat, bestimmte Dinge für den Körper nachzubauen. Also die Medizin macht schon unfassbar tolle Sachen, aber trotzdem schafft es die Medizin nicht, Dinge so nachzubauen, wie es die Natur geschafft hat. Und wir bekommen diesen Körper, dieses Wunder, dieses absolute Wunder, dieses hochintelligente Gerät, dieses fantastische Gerät, wirklich dieses fantastische Gerät, was dir seit Jahren dient, was dich überall hingebracht hat, wo du hingehen wolltest, was dir alles ermöglicht hat, was du machen wolltest. Und wir gehen hin und sagen,
Ich hasse meinen Körper. Entschuldige bitte, aber was ist zur Hölle los mit uns? Ja, also das ist, was ist los? Wie kann das sein, dass die Natur dir dieses Gerät schenkt, dieses Wahnsinnsinstrument, dieses intelligente, oh, ich könnte ausrasten gerade, wie du vielleicht merkst, ja? Und wir so undankbar sind und sagen, ja, also meine Nase ist ein bisschen zu groß und ach, ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie mein linkes Ohrläppchen, das könnte auch ein bisschen kürzer sein und ich wäre lieber blond als brünett. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben alle den Knall nicht gehört. Und ich glaube, dass jetzt auch mal so ein Punkt gekommen ist, wo man sich darauf besinnen sollte, wofür wir eigentlich hier auf dieser Erde sind. Und wir sind nicht hier auf dieser Erde, um unseren Körper wie so ein Ausstellstück irgendwie durch die Welt zu tragen. Dafür sind wir nicht hier. Ich glaube, wir haben hier wirklich einen komplett anderen Auftrag auf dieser Welt. Und ich glaube, dass wir diese Energie, die wir konstant dafür aufbringen, auf irgendeine Art und Weise anders aussehen zu wollen, als wir aussehen, auf irgendeine Art und Weise die ganze Zeit diese Überoptimierung machen von ich hätte am liebsten ein 8-Pack und kein 6-Pack mehr oder was auch immer. Ganz ehrlich, das ist doch einfach nur krank, was wir machen. Und diese Energie, die wir darauf verwenden, das Geld, was wir dafür ausgeben, diese ganzen Gedanken, die wir uns darüber machen, wie wir aussehen, ob wir okay aussehen, so wie wir aussehen, ob wir so gemocht werden, wie wir aussehen, ob, ne, ich könnte diese Liste jetzt hier endlos fortführen. Überleg dir mal bitte, was du mit dieser Energie hättest machen können in deinem Leben. Bis jetzt. Stell dir mal vor, du hättest stattdessen Bücher gelesen oder stell dir mal vor, du hättest stattdessen irgendwie dein eigenes Unternehmen gegründet und hättest diese ganze Energie, die du in deine, die du sozusagen da rein investiert hast, irgendeinem beknackten Schönheitsideal entsprechen zu können, was sowieso niemals erreicht werden wird, weil wir denken, dann sind wir glücklich, wenn wir so aussehen. Nein, du wirst dann nicht glücklicher sein, weil Glück ist etwas, was im Innen entsteht und nicht im Außen. Und stell dir einfach mal vor, du hättest diese Energie oder würdest ab heute, ab jetzt diese Entscheidung treffen, dass du sagst, was ich möchte, ist, dass mein Körper gesund ist. Das heißt, ich werde Energie darauf verwenden, meinem Körper all das zu geben, dass er gesund ist. Und das Allerwichtigste, damit dein Körper gesund ist, ist was? Genau, es sind deine Gedanken. Es sind deine Gedanken und dein innerer Monolog, wie du mit deinem Körper sprichst. Wenn du die ganze Zeit deinem Körper sagst, du bist hässlich, du bist nicht schön genug, du bist zu dick, du bist zu dünn, deine Haare sind irgendwie nicht schön. Keine Ahnung, was kann man alles seinem Körper sagen? Ne? Gibt ja 1 Million Dinge, wie man seinen eigenen Körper beleidigen kann. Dann ist dein Körper nicht gesund und dann wird dein Körper auch nicht gesund, sondern damit machen wir unseren Körper krank. Das heißt, in dem Moment, wenn man sagt, meine Energie fließt ab diesem Moment nur noch da rein, dass ich einen gesunden Körper haben möchte und dass ich diesen Tempel meiner Seele, dieses unfassbar geile Gerät, ja, was mir der liebe Gott oder die Natur oder das Universum einfach so kostenlos zur Verfügung gestellt hat, dass ich dieses Gerät dafür nutze, dass es gesund ist und ich werde gesund denken, ich werde gesund essen, ich werde mich bewegen, ich werde dieses Gerät benutzen und jetzt kommt nämlich der zweite Punkt, was ich denke, warum wir diesen Körper haben. Das eine ist, unsere Seele damit zum Ausdruck zu bringen, um etwas zu erschaffen. Ja, ich glaube, dafür haben wir unseren Körper. Unser Körper ist das Instrument, damit wir etwas erschaffen können, damit wir unser Leben erschaffen können, damit wir einen Unterschied auf dieser Welt machen können. Und ich glaube, das Zweite, wofür wir unseren Körper haben, ist, unser Körper ist ein Instrument zur Weitergabe von Liebe. Ich glaube, das ist, wofür wir unseren Körper haben. Ich glaube, unser Körper ist ein Empfangsgerät und ein Sender für Liebe. Ja, das ist, wofür wir unseren Körper haben. Wir können Liebe empfangen und wir können Liebe weitergeben. Und dafür hast du deinen Körper. Und ganz ehrlich, Liebe, ist es scheißegal, ob du 60 oder 70 Kilo wiegst. Das interessiert Liebe nicht. Liebe will empfangen werden und Liebe möchte weitergegeben werden. Ja? Und vielleicht fühlt sich Liebe auch total wohl in so einem runden Körper. Das wissen wir doch überhaupt nicht. Und der Liebe ist es einfach Latte. Der Liebe ist es auch egal, ob du wie ich irgendwie 55 Kilo wiegst. Und es ist auch egal, wie viel ich esse. Ich werde einfach nicht zunehmen. Und das ist der Liebe egal. Und es ist mir auch egal, weil
ich verschwende da einfach keine Energie mehr drauf, mir Gedanken darüber zu machen, weil, und das ist die zweite Botschaft des Tages, ja, du wirst in diesem Leben keinen anderen Körper mehr bekommen. Du wirst in diesem Leben keinen anderen Körper mehr bekommen. Die Natur hat sich schon was dabei überlegt, warum du genau diesen Körper hast, den du hast. Weil es ist genau der perfekt richtige Körper für dich. Da kannst du dich drauf verlassen. Es ist perfekt. Vielleicht hat dieser Körper dir auch eine bestimmte Aufgabe gegeben in deinem Leben, weil er vielleicht irgendeine Krankheit hat oder eine Hautkrankheit. Vielleicht hast du Neurodermitis. Vielleicht will dir dein Körper irgendetwas damit sagen, was du für dich heilen kannst oder was auch immer. Und ich glaube, dein Körper, unser Körper, jeder einzelne Körper ist wie ein Empfangsgerät und ein Sender für Liebe. Und genau dafür solltest du deinen Körper auch einsetzen und für nichts anderes. Dein Körper ist nicht dafür da, dass er alle 3 Tage irgendwie auf eine Waage gestellt wird und dann irgendeine Zahl irgendwie angeheftet bekommt. Dafür ist dein Körper nicht da, dafür ist er auch nicht gemacht. Dein Körper ist dafür da, dass er dich bewegt, dass er deine Seele bewegt, dass er das transportiert, was du gerne in die Welt bringen möchtest, dass er dir nutzt, damit du dich zum Ausdruck bringen kannst, dass du deine Stimme, die ein Teil deines Körpers ist, dass du deine Stimme benutzt, um deine Wahrheit in die Welt zu bringen, dass du dein Herz benutzt, um die Liebe in die Welt zu bringen, die in dir ist, dass du dich nutzt, um wirklich etwas zu verändern. Dafür hast du diesen Körper bekommen und dafür solltest du ihn auch verwenden. Und nicht dafür, dass du ständig das Gefühl hast, irgendwas an dir ist falsch. Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist perfekt, so wie du bist. Dein Körper ist perfekt, so wie er ist. Der einzige Maßstab, den du ansetzen solltest, ist mein Körper gesund? Und wenn gerade nein, okay, was braucht mein Körper dann, um gesund zu sein? Was kann ich ändern? Vielleicht auch wirklich auf mentaler Ebene. Wie kann ich mein Denken verändern? Wie kann ich meinen inneren Monolog verändern? Wie kann ich auch auf physischer Ebene, was kann ich meinem Körper geben? Ja, vielleicht ist es mehr Bewegung, vielleicht ist es aber auch mal mehr Ausruhen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich muss eher schauen, dass ich mich mehr ausruhe, weil ich einfach sonst irgendwann wahrscheinlich umfalle, wenn ich die ganze Zeit so durch die Welt renne. Ja, und da muss man eben wirklich schauen, was kann ich tun, damit mein Körper gesund ist. Das sollte der einzige Maßstab sein, den du ansetzt im Hinblick auf die Bewertung von deinem Körper. Nicht, ist mein Körper schön oder ist er nicht schön? Dein Körper ist schön. Dein Körper ist schon qua seiner Natur schön, weil es das Krasseste ist, was es gibt. Es ist so intelligent, es ist so schön, es ist so unfassbar. Und ja, also die Frage sollte nicht sein, ist mein Körper schön, sondern die Frage sollte sein, ist mein Körper gesund? Und gebe ich meinem Körper all das, was er braucht, damit meine Seele zu seinem vollen, vollkommenen Ausdruck kommen kann? Und es geht auch im ersten Schritt überhaupt nicht darum, dass du jetzt so vollkommen in Selbstliebe ausrasten musst, wenn du das noch nicht fühlst. Ja, darum geht es nicht. Aber zumindest akzeptiere deinen Körper im ersten Schritt. Wie gesagt, du wirst keinen anderen bekommen in diesem Leben. Ja, vielleicht im nächsten, aber in diesem nicht mehr. Und zu akzeptieren, du hast diesen Körper. Und dieser Körper ist ein Geschenk. Dieser Körper ist das Wertvollste, was du jemals besitzen wirst. Ich sage das nochmal, damit es wirklich ankommt. Dein Körper ist das Wertvollste, was du jemals besitzen wirst. Und genau so sollten wir auch anfangen, unseren Körper zu behandeln. Und dieses ständige Vergleichen, wie sieht der aus, wie sieht die aus, was macht der, was macht die, das macht uns doch alle einfach nur bekloppt. Wie wäre es, wenn wir einander einfach mal sagen, ey, ich find's irgendwie voll geil, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Ich find's mega schön. Es inspiriert mich. Ich liebe deinen Strahlen. Ich liebe, wie du in die Welt gehst. Es ist einfach wunderschön. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo du eben auch die Schönheit im anderen erkennst, fängst du auch an, deine eigene Wahrheit zu erkennen. Und ich weiß noch, ich habe vor, das ist jetzt echt schon so ein paar Jahre her, aber ich habe, als ich so angefangen habe mit dieser persönlichen Weiterentwicklung, habe ich damals gesagt so, ich starte jetzt Project Laura. Project Laura. Und das war so Project Self-Love Laura. Und ich habe gesagt, ich werde dieses nächste Jahr, das ist schon ein paar Jahre her, wirklich einfach nur dafür nutzen, eine liebevolle Beziehung zu mir selbst aufzubauen. Und einfach nur zu schauen, was brauche ich eigentlich, um zu heilen? Was brauche ich, um erfüllt zu sein? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was braucht mein Körper? Und das war so ein cooles Jahr und es hat so viel Spaß gemacht. Also ich bin immer noch wahrscheinlich irgendwie mittendrin im Project Laura. Es wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Aber das Wichtige ist, dass du eben irgendwann in deinem Leben, und das ist so der erste Schritt, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte,
es ist so wichtig, dass du irgendwann in deinem Leben die Entscheidung triffst, dich selbst in einem neuen Licht zu sehen. Und dass du irgendwann in deinem Leben die Entscheidung triffst, dass du dich selbst gerne lieben möchtest. Und dass du lernen möchtest, dich selbst zu lieben. Und dass du lernen möchtest, deinen Körper zu lieben. Dass du lernen möchtest, deine Seele zu lieben, deinen Geist zu lieben, deine Ideen zu lieben, deine Gefühle zu lieben. Das zu lieben, wer du bist in deiner Ganzheit, in deiner wunderschönen, göttlichen Ganzheit. Dass du dir irgendwann die Erlaubnis gibst oder die Entscheidung triffst, ja, heute ist der Tag, verdammt nochmal, wo ich anfange, mich selbst zu lieben. Und wenn es die nächsten 70, 80, 90 Jahre dauert, I don't care. Ich fange heute an. Ja? Und vielleicht ist genau dieser Moment, wo du diesen Podcast hörst, der Moment, wo du sagst, ja, heute ist der Tag und heute fange ich an mit radikaler Selbstliebe. Und ich höre auf, mir diese Poster anzuschauen, ich höre auf, diese Frauenzeitschriften anzuschauen, wo dir die ganze Zeit suggeriert wird, wie du aussehen musst, wie du glücklich wirst, wenn du das oder das besitzt, weil, ne, auch darüber habe ich, glaube ich, schon oft genug im Podcast gesprochen, dass es ist einfach ein Fehlglaube, dass wenn du ständig in dieser Wenn-Dann-Konstellation lebst, wenn ich 10 Kilo mehr wiege, dann bin ich glücklich. Wenn ich den Sixpack habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, die aufgespritzten Wangenknochen habe, dann bin ich glücklich. Nein, bist du nicht. Das wird nichts ändern. Was du ändern musst, ist die Beziehung zu dir selbst und das ist ein Inside-Job. Schönheit ist ein Inside-Job. Das ist etwas, was in dir selbst passiert. Und ich glaube, wir kennen alle Menschen, die, ich sag jetzt mal, nach objektiven Schönheitsstandards wahrscheinlich nicht irgendwie auf dem nächsten Victoria's Secrets Topmodel-Laufsteg langlaufen würden, die aber Menschen sind, die so voller Liebe sind, die ein Herz aus Gold haben, die dieses innere Strahlen haben, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, ey, das ist mir völlig egal, in Anführungsstrichen jetzt, ne, wie ich aussehe. Ich liebe mich, wie ich aussehe und ich höre auf, mich zu vergleichen und ich mache jetzt wirklich mal irgendwie Tabula Rasa auf dieser Erde und ich bringe mich ein und ich werde was verändern und ich werde mich vollkommen zum Ausdruck bringen. Und das sind auch die Menschen, die dann plötzlich dieses Licht in sich haben, die in den Raum reinkommen und man einfach denkt so, wow, who's that girl? Oder wer ist der Typ? Wo man einfach denkt, wow, du hast so eine Ausstrahlung, du hast so ein Charisma, du leuchtest. Und ich glaube, das ist das, wonach wir suchen sollten. Das ist das, woran wir arbeiten sollten. Dass wir an unserer Seele nicht arbeiten, aber dass wir diese Seele zum Ausdruck bringen, dass wir dieses Licht in uns zum Ausdruck bringen und dass wir uns das zur Aufgabe machen, immer mehr dahin zurückzukehren, wer wir wirklich sind, warum wir wirklich hier sind und uns daran zu erinnern, dass wir alle dieses Licht in uns tragen und dass Schönheit automatisch da ist in dem Moment, wo du dir erlaubst, du selbst zu sein, in deiner Verrücktheit, in deiner Schönheit, in deiner Einzigartigkeit und das eben einfach so vollkommen zum Ausdruck bringst. Und der zweite Schritt, also der erste Schritt ist, dass du die Entscheidung triffst, an einem gewissen Punkt in deinem Leben, dass du in einem gewissen Punkt die Entscheidung triffst, dass du dieses Licht in dir wieder anmachst und dass du dich auf die Suche nach diesem Licht machst und dass du akzeptierst, dass du diesen Körper hast und dein Körper, der Punkt kommt später, aber dass du anfängst, deinen Körper zu feiern. Und der zweite Schritt ist, dass du deinen Körper dafür anerkennst, dass er das Zuhause deiner Seele ist. Und dass du ihn einfach mal in den Arm nimmst und sagst, ey, es ist so schön, dass du da bist, Körper. Ich bin dir so dankbar, weil nur weil es dich gibt, kann ich überhaupt dieses Leben erfahren. Und eine wunderschöne Übung, die ich super gerne mache, wenn ich irgendwie zwischendurch mal Zeit habe, ist, dass du einfach mal in den Spiegel schaust, und nicht dein Gesicht anschaust und schaust, wo irgendwie eine Falte ist oder ein Pickel oder sonst irgendwas, sondern dass du in den Spiegel schaust und dir wirklich mal in die Augen blickst. Dass du dir wirklich in die Augen schaust und ganz, ganz tief in dich selbst blickst. Und du wirst sehen, das verändert so viel, das ist so mächtig, dass du eben anfängst, nicht mehr dein zu Hause deiner Seele nur anzusehen und dich eben die ganze Zeit nur mit deinem Körper identifizierst, weil ich glaube, das ist eben auch eins der Probleme, dass sich so viele Menschen die ganze Zeit nur mit ihrem Körper identifizieren. So, du bist nicht dein Körper, du hast einen Körper und das ist toll. Du bist deine Seele, du bist dein Geist, du bist dein Körper, du bist das alles zusammen. Und in dem Moment, wo du dir wirklich selber mal in die Augen blickst,
erkennst du dieses Universum in dir. In dir ist ein Universum. Du bist das Universum. Du hast keine Ahnung. Das ist diese Weisheit in dir. All das Wissen in dir. Diese Intelligenz in dir. Und das Wichtigste, diese Liebe in dir. Die Energie in dir. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, worum es geht, ist im Leben, ja, wie soll man sagen, das zu entfesseln, das zu entwickeln, wirklich im Sinne des Wortes, etwas zu entwickeln, Stück für Stück diesem Kern von dir, diesem Universum näher zu kommen und das wertzuschätzen. Und der dritte Schritt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man sich auch an einem gewissen Punkt vergibt, dass man sagt, es tut mir leid, dass ich mich bisher so behandelt habe und es tut mir leid, dass ich vielleicht ziemlich hart zu mir gewesen bin und dass ich mich vielleicht gequält habe, dass ich vielleicht sogar eine Essstörung hatte oder eine Kaufsucht oder keine Ahnung, wir drücken uns ja über alle möglichen Arten und Weisen unseren Schmerz ja auch aus. Dazu übrigens eine Podcast-Empfehlung, eine gute Freundin von mir, Kira Siefert, hat einen Podcast zu dem Thema gesundes Essen, schaut einfach mal bei ihr bei Facebook vorbei oder bei ihrem Podcast vorbei. Mir fällt jetzt gerade leider in dem Moment der Name von ihrem Podcast nicht ein, tut mir leid, ich werde ihn in den Shownotes auch nochmal verlinken. Aber Kira hatte zum Beispiel lange eine Essstörung und konzentriert sich jetzt heute dabei darauf, Menschen dabei zu helfen, mit Essstörungen umzugehen und eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper zu entwickeln. Also schaut einfach mal bei Kira vorbei, die macht einen super tollen Job. Und ich glaube, dass auch so dieses ganze Thema Essen, wie wir mit Essen umgehen, was wir in unseren Körper reintun, warum wir überhaupt essen und das Essen ja häufig auch, ne, diese Fülle oder diese Leere in uns füllen soll, die wir irgendwie empfinden. Und da eben auch wieder, ne, warum hast du diese Leere? Und dass man eben eher schaut, dass man die Leere von innen heraus füllt und nicht von außen heraus. Und ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Punkt an einem, oder es ist ein wichtiger Schritt, irgendwann sich zu vergeben, dass man es bisher nicht besser wusste. Und das ist ja auch total okay. Das ist total in Ordnung. Irgendwann kommt der Punkt, wo du zum Beispiel hier diesen Podcast hörst oder wo du vielleicht so eine Epiphany hast, wo dir plötzlich ein Licht aufgeht und wo du denkst so, ja Mann, verdammt, hab ich einen geilen Körper. Ja, was habe ich die letzten Jahre damit gemacht? Ich will diesen Körper ehren. Ich will diesem Körper alles geben, was er braucht. Und dass man sich dann aber auch vergibt dafür, dass es nicht so war. Und es bringt gar nichts, sich dann dafür abzuwerten, sondern einfach zu sagen, ey, hey, ich wusste es bisher nicht besser und ab heute alles neu, alles auf Anfang. Und das Gute ist, dass unser Körper alle 7 Jahre eben sich ja komplett einmal renoviert und die Zellen sich erneuern. Das heißt, alles gut, weitermachen. Und der vierte Schritt, der einfach so wichtig ist, feier deinen Körper, feier dieses Gerät, tanz durch die Bude. Die mich kennen, die wissen, ich in meiner Morgenroutine, ich tanze, ich mache mir Musik an, ich feier meinen Körper, ich tanze unter der Dusche. Ich habe eine gute Zeit mit meinem Körper, einfach weil ich meinen Körper liebe. Ich liebe meinen Körper über alles. Ich bin diesem Körper so dankbar. Ich bin meinem Körper dafür dankbar, dass er mir zeigt, wenn ich meine Grenzen überschreite. Ich bin meinem Körper dafür dankbar, dass er mir dabei hilft, meine Message in die Welt zu bringen. Ich bin meinem Körper dafür dankbar, dass ich dieses Herz bekommen habe, das so voller Liebe ist und dass es mir ermöglicht, diese Liebe in die Welt zu bringen. Und ich bin meinem Körper so dafür dankbar, dass ich Berührungen spüren kann, dass ich Menschen miteinander verbinden kann, dass ich sprechen kann, dass ich sehen kann, dass ich hören kann, dass ich da sein darf. Ich bin meinem Körper so dankbar und ich liebe meinen Körper. Und ich glaube, das ist so wichtig, an diesen Punkt zu kommen, ja, wo man seinen Körper einfach richtig feiert. Wo du deinen Körper feierst, wie das Wertvollste, was du jemals bekommen hast. Denn genau das ist es. Und das fünfte ist, dass du dir eben immer wieder darüber im Klaren bist, dass dein Körper das Zuhause deiner Seele ist und das Instrument oder der Botschafter der Liebe. Dass dein Körper das Instrument ist, damit du Liebe weitergeben kannst, damit du Liebe empfangen kannst und Liebe weitergeben kannst. Und genau dafür solltest du deinen Körper auch einsetzen. Ja. Also vielleicht fang einfach damit an, wenn das Thema Körper für dich auch im Moment noch ein schwieriges Thema ist,
nimm dir gleich mal einen Zettel und schreib einfach mal 3 positive Wörter über deinen Körper auf. Einfach mal 3 positive Sachen. Wie zum Beispiel, er ist schön rund, er ist schön weich, ich liebe meine Lachfältchen an den Augen, oder er ist schön dünn, oder er ist schön dick, oder er ist klein, er ist wunderschön klein und zierlich, oder er ist groß, er ist kräftig, er ist powerful, er ist stark, mein Körper, meine Muskeln funktionieren, ich kann Farben sehen, ich kann riechen, ich kann schmecken, mein Körper riecht gut, keine Ahnung, was auch immer dir einfällt. Aber schreib einfach mal 3 positive Dinge auf. Und wann immer du irgendwie das nächste Mal in den Spiegel guckst, such diese 3 Dinge und schau auf diese 3 Dinge und feier diese Dinge und lächel dich einfach an. Ich mache das zum Beispiel immer, das klingt jetzt wahrscheinlich total bekloppt, aber immer wenn ich mich im Spiegel sehe, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe mich im Spiegel, ich lächle mich an. Ich lächle mich jedes Mal an und freue mich, mich zu sehen. Ja, und es macht einfach auch Spaß. Und das ist so, immer wenn ich mich im Spiegel sehe, ich schenke mir ein Lächeln und ich schenke meinem Körper ein Lächeln, weil ich einfach froh bin, dass ich den hab. Und also nimm dir einen Zettel und schreib einfach mal 3 Dinge auf, die du schön findest an deinem Körper. Und ehre diesen Körper. Und aber auf der anderen Seite auch, es geht nicht darum, dass dein Körper schön ist. Dein Körper ist schön, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. So, du hast einen anderen Auftrag auf dieser Welt, als einfach nur einen schönen Körper zu haben. Das ist toll und es ist wunderschön, aber glaub mir, deine Seele, also aber zum Beispiel auch als Beispiel, ne? Wenn du zum Beispiel Tänzer bist oder wenn du Model bist, auch dann drückst du ja deine Seele über deinen Körper aus. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, das zu verstehen. Und ich glaube, deswegen haben zum Beispiel Tänzer so oft auch so eine Freude, mit ihrem Körper zu arbeiten, weil sie eben über ihren Körper diese ganze Emotion und die Liebe und die Freude und so weiter ausdrücken können. Also es geht nicht darum, dass wir uns, glaube ich, die ganze Zeit darauf fokussieren, ob wir wenig genug Falten haben und ich, ja gut, ich glaube, ich muss nicht wieder von vorne anfangen. Ich glaube, mein Punkt ist angekommen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, ja, dass wir verstehen, dass das unsere Aufgabe ist, dass wir von innen nach außen heraus scheinen. Und natürlich können wir unseren Körper zelebrieren und das macht ja auch Spaß, aber es sollte nicht aus einem Mangel herauskommen, sondern aus Liebe heraus, ja. Und die Frage sollte immer sein, ist mein Körper gesund? Das ist das, worum es gehen sollte. Und es sollte nicht darum gehen, dass du dir irgendwie Anabolika oder sowas reinknallst, um irgendwelche Muskeln zu haben, sondern die Frage ist, ist dein Körper gesund? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, also die 5 Schritte trifft die Entscheidung, dass du beginnen möchtest, dich selbst zu akzeptieren und deinen Körper lieben möchtest und ja, starte das Project Body Love, Self Love, wie auch immer du es nennen möchtest. Und dann erkenne den Körper für das an, was er ist, nämlich die Seele deines Zuhauses, der Tempel deiner Seele. Vergib dir selbst im 3. Schritt, dass du es bisher halt vielleicht noch nicht immer so hinbekommen hast, wie du es gerne hinbekommen wolltest. Und 4. Feier deinen Körper. Echt, wenn du gleich mit diesem Podcast fertig bist, knall dir ein geiles Lied in Spotify rein oder auf iTunes oder im Radio, dreh volle Kanne auf und schüttel dein Speck, wie Peter Fox sagen würde. Ja, schüttel deinen Körper, tanz, was das Zeug hält und lass diese positive Energie in deinen Körper. Feier, dass du dieses geile Gerät hast. Ja, feier es einfach. Schüttel es, tanz es, feier es, zelebrier es und zelebrier es so oft wie möglich und sag deinem Körper einfach mal Danke. Danke, 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 dass es dich gibt. Und der 5. Schritt, identifiziere dich mit deiner Seele, ja, und sei dir darüber bewusst, dass dein Körper, dass der Auftrag deines Körpers ist, dass du Liebe empfängst und Liebe weitergibst. Und einen anderen Podcast, den ich auch noch empfehlen könnte zu dem Thema, ist der von Jana Schaffenberg, die auch ganz viel über Ayurveda spricht. Also da könnt ihr auch super gerne mal reinhören. Also den Podcast von Kira Siefert kann ich an der Stelle empfehlen und den Podcast von Jana Schaffenberg. Hört in beide mal rein. Beides auch unfassbar tolle Frauen, die sich eben mit dem Thema auch ganz speziell auseinandersetzen.
Und ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen anders über deinen Körper denkst, dass du deinem Körper hoffentlich jetzt endlich mal das High Five gegeben hast, dass du die gleichen Musiksong anmachst und tanzt und ja, dass du einfach wirklich in die komplette Dankbarkeit und Wertschätzung für deinen Körper gehst und dich nicht mehr so sehr davon beeinflussen lässt, was uns die Medien, die ganze Schönheitsindustrie und Kosmetikindustrie und so weiter, alle anderen Industrien die ganze Zeit suggerieren, wie wir aussehen müssen, damit wir wieder irgendwas Neues kaufen, sondern dass du einfach sagst, hey, brauche ich alles nicht. Kaufe ich mir, weil ich es vielleicht cool finde, weil es mir Spaß macht, aber nicht, weil ich es brauche. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und ich glaube, wir können uns alle für unsere Einzigartigkeit und für unsere Schönheit und für dieses innere Licht feiern, das wir in die Welt bringen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast teilst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn mit deinen Freundinnen teilst, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, Großeltern, Onkel, Tanten, Opas, Omas, mit deinen Arbeitskollegen, falls du Kindergärtnerin bist, mit all den Kindern. Weil gerade die sollten das so früh wie möglich wissen, dass sie perfekt sind, wie sie sind und dass sie gar nicht erst bitte damit anfangen sollen, irgendwie zu denken, dass irgendwas mit ihrem Körper nicht stimmt und sich für irgendwas schämen müssen, weil sie sind wunderschön. Und also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast teilen würdest. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir sowieso für all deine Unterstützung und dafür, dass du dein Licht in die Welt bringst, dafür, dass du jetzt anfängst, deinen Körper zu lieben. Und wenn du möchtest, dann wer Teil von der Rise Up and Shine University, hol dir mein Online-Programm, das 20-Tage-E-Mail-Programm, was dir auf jeden Fall dabei helfen wird, wenn du jetzt gerade sagst, jetzt ist der Moment, wo ich die Entscheidung treffe, dass ich die Beziehung zu mir verändern möchte, dann hol dir die Rise Up and Shine University, weil genau darum geht's da. Und da bekommst du jeden Tag eine Meditation, du bekommst ein Workbook, du bekommst Zugang zu der besten Community, die es einfach gibt, mit so wundervollen Menschen. Und ja, den Link findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes, also werde Teil von der Rise Up and Shine University. Ich würde mich unglaublich freuen, dich begrüßen zu dürfen. Und werde natürlich auch super gerne Teil vom Spiritual Sunday. Jeden Sonntag ein Live-Webinar, kostenlos. Kannst du dich einfach anmelden und dann dabei sein. Und ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite. Ach ja, genau. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen, falls du das Bedürfnis hast, gerade irgendwas zu schreiben, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt hier auf iTunes unter Bewertung, unter Rezension, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt und mir irgendwas schreibst, Feedback zum Podcast, das finde ich toll, darüber freue ich mich sehr. Und ich glaube, wir wissen alle, was jetzt zu tun ist, und schüttelt euren Speck, feiert euren Körper, teilt den Podcast. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Lasst uns einfach Freude haben, lasst uns das Leben feiern. Und ich freue mich dann, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören oder wenn wir uns am Sonntag im Spiritual Sunday sehen. Es ist so schön, dass es dich gibt, wirklich. Du bist ein Geschenk für diese Welt und ja, shine your light, shine your light. Rock on and Namaste, deine Laura.